Ja, hallo meine Lieben, ich bin gleich unterwegs mit dem MG4. Der steht nämlich jetzt gerade unten vorm Haus, wie ihr seht, und ich möchte mal einen Ladetest machen. Und deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß in diesem Neo Shorts Video. So, ein Neo Shorts Video also wieder und ich habe hier mein Smartphone und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt hier mal den Status an und ganz wichtig natürlich die Außentemperatur 21 Grad. Wenn wir hier mal schauen, 2,8 Bar Luftdruck haben wir. Das heißt, das passt auf jeden Fall mal, dass man eine ja, etwas schnittige Strecke jetzt mal auch zurücklegen können. Und ich werde ganz kurz jetzt hier einen 50 kW Lader aufsuchen und dann geht es über die Autobahn und dann zu einem 150 kW Lader, der wo natürlich hoffentlich auch frei ist. Und dann schauen wir uns mal die Ladeleistung an. So, erster Zwischenstopp, also kurze Ladepause. Das Ganze wird natürlich nicht lang dauern. Deckel auf, Stöpsel ab und Stecker rein. So, und dann laden wir kurz mit 50 kW circa, 45, 50 kW und dann geht es gleich weiter. So, das Ganze geht relativ schnell. Autocharge hat gleich gestartet. Wir laden, wie gesagt, gar nicht lang, sondern nur ganz kurz, so ein, zwei Minuten, dass der Akku nochmals zusätzlich zu den circa 15 Kilometern, die ich jetzt schon im Sportmodus gefahren bin, auch richtig warm ist. Und ich habe jetzt noch gerade eben was hier entdeckt neben mir, zwei, drei Autos weiter auf dem Parkplatz. Das schauen wir uns vielleicht mal kurz an. Und zwar habe ich hier neben mir auf dem Parkplatz ein Build Your Dream, also BYD, und zwar der Tang. Den habe ich jetzt noch gar nicht gesehen, so in freier Wildbahn. Tang EV. Also ein richtig großes Auto, wie wir hier sehen. Und also der macht richtig was her. So sind es leider natürlich zu. Ich sehe jetzt hier nur Lederausstattung, belüftete Ledersitze, Lederlenkrad. Wow. Also von außen sieht das Teil richtig schick aus, muss ich wirklich sagen. Und ich habe den noch nie so in freier Wildbahn gesehen. Was denkt ihr? Schreibt es mal in die Kommentare. So, weiter geht's. Wir haben so 2-3 ja, Prozent jetzt reingeladen. Das ist jetzt natürlich doof, vor lauter Staunen hier beim BYD Tang. Ja, wir fahren jetzt aber weiter und ich war jetzt sowieso im Sportmode, weil ich es jetzt auch eilig habe. Ich habe jetzt heute eh noch, weil es auf der Route liegt, mir gedacht, ich nehme das auf. Deswegen hoffe ich jetzt, dass wir einfach mal jetzt auch den Zwischenstopp hier an dem Schnelllader machen können. Er ist gerade frei, habe ich gesehen in der App und da sehen wir uns jetzt gleich wieder. So, erster Turn. Haben wir jetzt schon gemacht. Ich bin jetzt an der Raststätte Jaxtal West. Das ist jetzt eigentlich gar nicht so die schönste Raststätte, aber ich fahre jetzt auf die Raststätte Ost, denn ich habe gemerkt, ich habe jetzt noch 17%, also das heißt, ich bin noch gar nicht so leer und wir wollen ja den Akku ziemlich leer fahren, sodass man dann auch vom Maximum mit dem Ladestand entsprechend an die Schnellladestation hinkommt. So, 13% haben wir geschafft. Ihr seht, Balken ist rot. Ich hoffe, das reicht auf jeden Fall. Wir werden jetzt das Fahrzeug noch gleich ausschalten und dann gehen wir raus an die Schnellladestation. Wir sind hier Jagsttal Ost und machen hier auf den Deckel, Blöppel raus. So, und dann nehmen wir uns einfach den nächstbesten Stecker hier. Die Station sollte hier auf jeden Fall maximale Ladeleistung haben. So, ich drehe mal die Kamera. So, dann seht ihr mich und ihr seht hier oben 150 kW sollte die können. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal mit den 13% und ich bin ja also wirklich einen sehr schönen Schnitt gefahren. Also so 150 habe es jetzt also noch mal richtig stehen lassen. Und wir schauen jetzt mal, was macht die Station. So, die geht richtig an. Also schon mal richtig Dampf drauf. So, und jetzt bin ich mal gespannt. Wir warten noch. Kommunikation mit dem Fahrzeug wird vorbereitet. Ladung wird vorbereitet. Und jetzt schauen wir mal, ob wir in diesem Short mal sehen, wie wir einsteigen. So, es geht los.
fast 20 kW, jetzt sind wir drüber, genau, ich schalte nochmal kurz hin und her, dass der Bildschirm nicht gleich uns weggeht und ihr seht, sind bei 50 kW, 55, 60 haben wir überschritten. So, jetzt sind wir bei 70, 72, 73, wir haben jetzt leider 19 Grad momentan schon wieder gehabt, aber sieht gut aus, 78, 80, also der bisherige Wert ist überschritten, 81, aber wir merken schon, es wird ein bisschen langsamer, ja, 82,8. So ist ja das Video auch für alle, die mich nochmal gefragt haben, hat sich jetzt so in der letzten Zeit nach dem Update was geändert und es kam ja auch raus, dass scheinbar, ich habe noch kein eigenes Feedback, aber tatsächlich die Akkutemperierung wegfällt bei unserem LFP-Akku, stand eigentlich ein bisschen anders da für mich eigentlich im Raum und ich habe ja auch die Funktion, jetzt müssen wir hier nochmal klicken. So, wir sehen... Ja, nicht ganz, 85, das ist jetzt also tatsächlich der Bestwert und ich bin jetzt also wirklich nicht schon mit dem Akku gefahren, nochmal an der 50 kW Ladestation geladen. Ich denke wirklich, dass das so sein wird, dass wirklich dann auch im Sommer jetzt oder vielleicht bei unserer ersten längeren Fahrt an die Nordsee, dass wir da tatsächlich einen Peak dann sehen werden, wo über 100 kW, ich hoffe doch mal wirklich dann auch, drüber geht, denn ansonsten muss ich wirklich nochmal mit MG Kontakt aufnehmen, weil ich finde es nicht richtig, wenn man da 117 kW verspricht und ja, jetzt kommt raus, dass da gar nicht so viel Leistung eigentlich ja, geboten wird. Ja, ich lasse das Ganze jetzt mal noch ein paar Minuten laufen und dann bin ich nochmal kurz da mit euch. Und dann schauen wir uns die Kurve an. So, wir sind zurück und ja, was soll ich sagen? Wir haben jetzt nicht ganz die 80% hier an der Ladestation und ich drehe euch mal die Kamera, dann seht ihr das Ganze. So, wir sehen hier die Ladekurve. Ihr seht schon, wir sind bei 75%, 13% hatten wir drauf. Hier sind wir also eingestiegen. Und der hat es dann relativ lang gehalten, die ca. 85 kW, 85,3 war der Peak, ihr seht es hier nochmal. Und ja, wir haben jetzt bis 75%, also nicht mal eine halbe Stunde gebraucht, aber ja, die durchschnittliche Ladeleistung ist halt definitiv nicht jetzt gerade, finde ich jetzt der Reißer gewesen. Ich muss schon sagen, er hält ja ziemlich lang, auch die Kurve hier. Aber ja, generell hätte ich jetzt eigentlich erwartet, dass man hier die Ladeleistung entsprechend doch noch wesentlich höher bekommen können. Aber soll halt wohl nicht so sein. Ja, schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr auch einen MG4 Standard habt, wie bei euch es bis jetzt mit den etwas wärmeren Temperaturen das Ganze war. Ich wollte es euch hier in der Neo Shorts mal bringen, wie es aussieht. Ich bleibe natürlich dran und wenn wir auch wirklich unsere lange Fahrt haben, werde ich das natürlich genauso auch wieder dokumentieren und beobachten. Aber wenn dann jetzt wirklich dann Richtung Sommer nichts kommt und auch auf einer wirklich langen Urlaubsstrecke, wenn man da mal fährt, dann weiß ich nicht, warum man das angibt. Also MG, das sollte auf jeden Fall noch ein bisschen anders da kommuniziert werden, wenn man schon 117, wie gesagt, angibt. Finde ich sehr, sehr schade auf jeden Fall. Ja, ansonsten danke, dass ihr wieder dabei wart und bis zum nächsten Mal. Euer Daniel, ciao.